Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir feiern heute 10 Jahre Verleihung der goldenen Tablette an Pharmafirmen, die sich nach Ansicht der befragten Ärzte in besonderer Weise ausgezeichnet haben. Und es werden diejenigen Präparate des Jahres gekürt, die nach Meinung derselben Arztgruppen als innovativ bezeichnet werden können. 10 Jahre goldene Tablette, 10 Jahre innovativstes Präparat. Das steht zunächst für eine große Kontinuität. 10 Jahre lang hat die MEFOS mit der Befragung Pharmatrend die Basis geschaffen für die Gewinner und für die Preise, die heute wieder vergeben werden. Kontinuität ist ein Zeichen von Verlässlichkeit. Sie können sich verlassen darauf, dass die Ergebnisse jedes Jahr erneut valide erhoben werden und darauf, dass Sie sie mit denen der Vorjahre vergleichen können. Möglich ist dies nicht zuletzt durch die Kontinuität im methodischen Ansatz und in den Fragen, die die Grundlage der Rangliste der Nominationen für die goldene Tablette und zum innovativsten Präparat sind. Das ist wichtig, um jedes Jahr basierend auf denselben Fragen zu den Gewinnern der genannten Preise zu kommen. Jedes Jahr wieder und auch dieses Jahr heißt die zweite Frage des Pharmatrend: Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe für Pharmaunternehmen eine Preisverleihung ähnlich der Goldenen Palme in Cannes, wobei das beste Unternehmen mit der goldenen Tablette und das schlechteste Unternehmen mit der sauren Zitrone ausgezeichnet würde. Welchen Unternehmen würden Sie für das Jahr 2009 die goldene Tablette verleihen? Und 2 Fragen später heißt es: Welches Präparat ist Ihrer Ansicht nach das innovativste Medikament 2009? Offene Fragen, keinerlei Antwortvorgaben, spontane Reaktionen, Nominierungen, die den befragten Ärzten sozusagen auf der Zunge liegen. Das ist die Basis für die Hitlisten des Jahres und letztendlich für diejenigen Unternehmen, die absolut die meisten Stimmen für sich oder für ihr Präparat in einer Arztgruppe bekommen haben. Auch wenn die Ergebnisse für die Gewinner der goldenen Tablette manchmal sehr knapp sind und fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Preis entsteht, so hat bisher doch immer einer die Nase vorne gehabt und ist auf Platz 1 gelandet. Die Frage nach einem besten Unternehmen lässt vieles offen. Warum sollte ein Arzt wohl ein Unternehmen als das Beste bezeichnen? Und warum gelingt es manchem Unternehmen nicht, wenigstens auf die vorderen Plätze der Nominationen zu gelangen? Gibt es etwa ein Patentrezept, um ein aussichtsreicher Kandidat für die goldene Tablette zu werden? Zum Beispiel, man nehme einen Major Player als Pharmaunternehmen, jedes Jahr Neueinführungen und eine innovative Produktpalette natürlich, möglichst noch in Indikationen mit einem hohen Medical Unmet Need und voilà, schon haben wir einen Gewinner der goldenen Tablette. Das ist nicht schlecht für den Anfang und sicher gut für manchen bisherigen Gewinner, aber ist es auch ausreichend, um alle Gewinner der goldenen Tablette zu erklären? Nein, natürlich nicht, und Sie merken, dass das eher eine rhetorische Frage war. Eine ausgezeichnete und innovative Produktpalette allein ist kein Garantierezept. Und die schiere Größe eines Unternehmens reicht ebenfalls nicht. Es gibt im Pharmatrend sehr viele Hinweise, dass es sich lohnt, nicht nur an seinen Produkten, sondern auch an der Kommunikation mit den Arztgruppen zu arbeiten, die täglich mit diesen Produkten bei ihren Patienten Erfolg haben wollen. Kurz gesagt, was nützt das beste Produkt, wenn keiner etwas darüber weiß oder sich schlecht informiert fühlt? Wenn Sie die Begründungen für die Nominationen zur goldenen Tablette studieren,
dann sind neben einer guten und innovativen Produktpalette Aspekte wichtig, die vor allem um die Themen Qualität des Außendienstes, des Service und der Fortbildung kreisen. Oft liegen die Firmen, die auf der sogenannten Shortlist zur goldenen Tablette sind, also auf Platz 1, 2 oder 3, ebenfalls ganz vorne bei Fragen zur Bewertung desjenigen Außendienstes, von dem man sich besonders gut betreut fühlt. Kommen wir nun zur Basis der Befragung 2009 und damit zu den Arztgruppen, die dieses Jahr die goldene Tablette verliehen haben und die gleichzeitig auch das innovativste Präparat nominiert haben. Die MEFAS hat dafür im Laufe des zweiten Quartals 2009 zufällig ausgewählte Ärzte in 10 Facharztgruppen befragt. Sie sind nach Alter und regionaler Verteilung repräsentativ für alle Fachärzte dieser Gruppen. Folgende Mindeststichprobengrößen waren im Einzelnen vorgegeben: Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten, die sogenannten APIs, 300 Ärzte, jeweils 150 Ärzte für die Gruppen Dermatologen, Gynäkologen, Neurologen, Ophthalmologen, Orthopäden, Rheumatologen und Pädiater und Urologen. Die Diabetologen und Onkologen wurden mit mindestens 100 Ärzten befragt. Ich habe zu Beginn von der großen Kontinuität gesprochen, die hinter der Verleihung der goldenen Tablette bzw. des innovativsten Präparats liegt. Das ist positiv, verlässlich, muss aber deswegen stets alles gleich bleiben. Die Frage ist doch, wie viel Kontinuität braucht der Pharmatrend, aber auch, wie viel Veränderung braucht er? Die Antwort mag banal klingen, ist aber der richtige Weg. So wenig Änderung wie möglich und so viel Veränderungen wie nötig. Stets gleich bleiben müssen selbstverständlich die Fragenformulierungen. Die Basis der beiden Preise sind, die heute vergeben werden. Das hatte ich schon gesagt. Auch die Methode der Erhebung, die quantitativ als Zufallsstichprobe angelegt ist, ist stets gleich geblieben. Geändert hat sich aber die Art der Durchführung im Laufe der letzten 10 Jahre. So wie sich die Kommunikationswege in den letzten 10 Jahren in der Gesellschaft geändert haben. Heute werden die Umfragen für den Pharma-Trend überwiegend online durchgeführt und nur noch ein geringer Anteil an Interviews wird telefonisch geführt. Können Sie sich noch erinnern, wie es noch vor ein paar Jahren war? Da glaubte man nicht, dass man repräsentative Stichproben in der Ärzteschaft online befragen könnte. Es hieß damals, die Ärzte sind viel zu konservativ dafür. Sie nutzen nur wenig das Internet. Ein Problem sind die älteren Arztgruppen. Tja, in den USA mag das funktionieren, aber doch nicht in Deutschland. Und so weiter. Das waren so die gängigen Kommentare. Mag sein, dass der Durchbruch in dieser Bevölkerungsgruppe etwas später kam als bei anderen. Aber er kam. Und es hat Vorteile. Die Online-Marktforschung ermöglicht eine Qualitätssteigerung der Interviews, die nun auch dem Pharmatrend zugutekommt. Dazu gehören zum Beispiel ausführlichere, manche sagen auch ehrlichere Antworten bei offenen Fragen im Originalton des Arztes und die Ausschaltung von möglichen Interviewereinflüssen, um nur einiges zu nennen. Aber auch der Fragebogen des Pharmatrend ist nicht auf ewig in allen seinen Teilen sozusagen in Stein gemeißelt. Er lebt. Frageformulierungen im weiteren Teil der Studie wurden dieses Jahr leicht überarbeitet, präzisiert und es wurde auch daran gedacht, ein aktuelles gesundheitspolitisches Thema in die Bewertung von Unternehmen mit aufzunehmen. 10 Jahre goldene Tablette, 10 Jahre innovativstes Präparat. Die Basis dazu ist Kontinuität, Verlässlichkeit und behutsamer Wandel, auch in den nächsten Jahren. Dazu wünsche ich der DJG und MEFOS weiterhin viel Erfolg. Denn was bleibt, ist die Veränderung. Was sich verändert, bleibt.
Vielen Dank.